Moin Jungs, da bin ich wieder euer CD und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video habe ich einen neuen Solo Unlimited Money Glitch für euch am Start und wie das Ganze mit Money Glitches und Banngefahr und sowas ausschaut, habe ich bereits ja heute schon mal ein Video hochgeladen. Könnt ihr auf jeden Fall mal gerne in die Videobeschreibung reinschauen. Dort habe ich das Video verlinkt, denn dort habe ich so einen Selbsttest mit mir selber gemacht und euch mal erklärt, wie das Ganze mit Money-Glitches in Zukunft wahrscheinlich aussehen wird. Allerdings muss ich an der Stelle nochmal sagen, es ist nichts offizielles von Rockstar Games, sondern das ist einfach nur mein eigener persönlicher Test. Und bevor es mit dem Video losgeht, habe ich noch ganz kurz ein. Hinweis für die Leute, die Battlefield One spielen, beziehungsweise die, wo es vielleicht noch irgendwann werden. Ähm, ich habe ein richtig geiles Battlefield One-Video auf YouTube gefunden und das möchte ich euch gerne mal vorstellen. Deswegen schaut am besten mal in die Videobeschreibung rein, dort habe ich das Video verlinkt oder am Ende auf der Endkarte, weil dort hat jemand ein richtig geiles Video dazu gemacht und ich finde es wirklich so mega geil, dass ich es auf jeden Fall jetzt hier in diesem Video mal erwähnen wollte. Schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Ihr könnt dem gerne auch mal ein Like oder ein Abo dalassen. Er würde sich wahrscheinlich tierisch darüber freuen. So, fangen wir nun aber erstmal damit an, was ihr alles dazu braucht. Und zwar, ihr braucht eine CEO-Firmengarage mit der passenden Tuning-Werkstatt dazu. Die Firmengarage muss natürlich voll sein und ich würde euch empfehlen, möglichst viele kostenlose Elegies in die Garage reinzustellen, weil jeder kostenlose Elegie wird dann später oder den könnt ihr dann später ersetzen mit einem voll aufgetunten Elegie. Dann braucht ihr dazu noch, wie gesagt, einen voll aufgetunten Elegie und der muss sich auf Stellplatz Nummer 6 sich befinden. Und die anderen ungetunten LEGs spielen jetzt erstmal gar keine Rolle. Und ich muss an der Stelle sagen, das Ganze ist nicht so einfach, also es klappt nicht beim ersten Mal. Ihr braucht dazu auf jeden Fall ein bisschen Gefühl und wie ihr es gerade im Hintergrund auch gleich sehen könnt, habe ich dazu mehrere Versuche gebraucht. Aber ich erzähle euch in diesem Video ganz genau, was ihr dazu machen müsst und ja, wie es vielleicht besser funktioniert. So, als allererstes steigt ihr hier in diesen LG ein, wo Aufstellplatz Nummer 6 ist. Und sobald ihr dann in dem Fahrzeug drin seid, müsst ihr die Starttaste gedrückt halten. Und dann ist es wirklich ganz, ganz wichtig, ihr müsst die Starttaste loslassen und in dem Moment, wo ihr sie loslässt, müsst ihr A2 drücken. Also wirklich, das muss fast gleichzeitig passieren. Also wirklich Start drücken, wenn ihr in dem Auto drin seid. Und dann die Starttaste wieder loslassen und gleichzeitig, also wirklich eine Millisekunde, nachdem ihr die Starttaste losgelassen habt, müsst ihr er 2 drücken. Wenn alles funktioniert hat, bleibt ihr in dem Auto und ihr bleibt in dem Pausemenü. Danach könnt ihr kontrollieren, ob es dann wirklich auch funktioniert hat indem ihr einfach mal auf den PlayStation Store im pause -Menü reingeht. Wenn dort dann dran steht, PlayStation Store nicht verfügbar, wisst ihr, dass auf jeden Fall alles mal funktioniert hat. Und jetzt kommt der zweite knifflige Trick. Und zwar, wenn ihr dann jetzt wieder das pause -Menü verlässt, indem ihr einfach die Start-Taste drückt, müsst ihr sofort 3X Taste spammen, damit ihr aus dem Fahrzeug rausgeht. Wenn ihr dafür zu lange braucht, dann fährt das Auto automatisch wieder raus und ihr müsst den ganzen Glitch von vorne machen. Also ich wiederhole das Ganze nochmal. In das Auto einsteigen, die Start-Taste danach gedrückt halten. Die Starttaste loslassen und gleichzeitig R2 drücken. Und danach seid ihr hier im Pausemenü, könnt es kontrollieren, ob das mit dem PlayStation Store funktioniert hat. Wenn es funktioniert hat, dann die Starttaste wieder drücken, um aus dem Pausemenü rauszugehen und sofort Dreieck spammen, damit er sofort aussteigt. Und wenn es dann alles soweit geklappt hat, danach müsst ihr euch zum blauen Kreis begeben und dieses Fahrzeug von Stellplatz Nummer 6 auf Stellplatz Nummer 5, 4 oder was weiß ich was irgendwo umstellen. Und im Menü seht ihr dann schon, dass das Auto getauscht wurde, aber ihr seht es auf dem Bild bzw. im Spiel seht ihr es nicht. Dort bleiben alle Autos so stehen, wie sie, ja, wie sie eben sind, also da passiert einfach nichts. Jetzt müsst ihr einfach nur in das Internet gehen unter Legendary Motorsports und euch einen weiteren LG kaufen und den müsst ihr dann dorthin stellen, falls die Garage noch nicht voll ist, müsst ihr das natürlich erstmal machen, ähm, die ganze Garage vollstellen mit LGs, aber wenn die Garage dann voll ist, kommt hier diese Meldung, dass die Garage voll ist und dann müsst ihr diesen LG auf Stellplatz Nummer 6 ersetzen. Wie ihr seht, passiert erstmal gar nichts, jetzt müsst ihr einfach nur warten, bis das Fahrzeug geliefert wurde. Das könnt ihr erkennen, indem ihr einfach eine SMS bekommt auf euer Handy und wenn es dann geliefert wurde, das dauert zwischen 2 und 4 Minuten. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geschaut, aber so lange ja, muss man ungefähr rechnen, bis das Auto dann da ist. Wenn das Auto dann geliefert wurde, passiert... Erstmal gar nichts. Jetzt müsst ihr einfach nur in die Tuning-Werkstatt zu Fuß laufen. Dort angekommen, geht ihr einfach wieder zurück in die Firmengarage und wie ihr seht, habt ihr zwei duplizierte LGs, beziehungsweise einer ist dupliziert, der andere ist original. Und nun steigt ihr in den duplizierten LG ein, der auf Stellplatz Nummer 60 befindet Fährt damit in die Firmengarage, also drückt das Steuerkreuz nach rechts und ändert irgendetwas an dem Auto. Weil es ein bisschen kompliziert ist mit den Nummernschildern und, und ich da jetzt nicht genau weiß, was es alles damit auf sich hat, habe ich einfach mal die Fenster geändert, weil damit funktioniert es natürlich auch. Ändert einfach irgendwas an dem Auto. Ich würde euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, die Nummernschilder zu ändern, sondern macht es einfach mit Fenstern. Und wenn ihr das dann habt, geht ihr einfach wieder zurück in die Garage und wie ihr seht, habt ihr zweimal diesen LG Customs, also habt ihr ihn einmal dupliziert. Das Ganze könnt ihr wiederholen, indem ihr einfach wieder in den LG auf Stellplatz 26 einsteigt. Sobald ihr in dem Fahrzeug drin seid, die Starttaste gedrückt halten und dann die Starttaste loslassen und gleichzeitig A2 drücken. Und wenn dann alles richtig ist, könnt ihr im Playstation-Menü wieder kontrollieren. Da müsst ihr dann mit dieses Bild hier kommen. Oh, wenn es dann geklappt hat, Starttaste, sofort drücken und sofort Bammen, um aus dem Fahrzeug auszusteigen. Dann wieder an den blauen Kreis hingehen, die Fahrzeuge, also zum Beispiel jetzt Stellplatz Nummer 4 mit Stellplatz Nummer 6 tauschen. Ihr seht es dann im Menü links oben, aber im Spiel selber seht ihr dann nichts. Dann einfach wieder bei Legendary Motorsports einen weiteren LRG kaufen, den auf Stellplatz Nummer 6 bestellen. Dann kommt hier diese Meldung, wollen sie das wirklich ersetzen, drücken sie Ja. Einfach nur kurz warten, bis das Auto dann ja, gekommen ist oder geliefert wurde, das dauert 2, 3, 4 Minuten und wenn es dann geliefert wurde, zu Fuß in die Tuningwerkstatt reinlaufen, wieder zurücklaufen, wie ihr seht, bams drei Stück. So, danach müsst ihr wieder auf selber Nummer 6 einsteigen, wieder irgendetwas an dem Fahrzeug ändern, und dann wieder zurückgehen und dann seht ihr schon, dass ihr drei duplizierte Allergies habt. So, das war es eigentlich mit dem ganzen Glitch. Es ist so ein bisschen Timing-Sache. Ich habe auch, wie ihr es im Hintergrund halt gesehen habt, mehrere Versuche gebraucht. Aber vom Prinzip her hört es sich vielleicht schwieriger an, als es denn wirklich ist. Wenn ihr es nicht verstanden habt, könnt ihr es natürlich gerne von vorne nochmal anschauen und wirklich Schritt für Schritt jeden einzelnen Schritt quasi ähm, langsam wiederholen. So, ihr könnt mir auch gerne ein Abo da lassen, damit ihr in Zukunft auch nichts verpasst. Und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video liken, würde mich natürlich tierisch darüber freuen. So. Ich bin an der Stelle raus. Jungs, haut rein. Macht's gut. Ciao, euer Zeddy.